Hallo Freunde, ich glaube, ihr könnt ganz gut erkennen, dass sich ein Zylinderkopf auf dem Motor befindet und dass sich ein vollständiger Motor in dem LT befindet. Diesen ganzen Weg hier möchte ich euch in diesem Video und auch in folgenden zeigen und euch mitnehmen. Ihr habt mich krass unterstützt, aber dazu kommt gleich noch auf jeden Fall eine Ansage. Und ob das Ganze positiv ausgeht oder nicht, werdet ihr dann auf jeden Fall im Laufe dieser Videoserie erkennen. Und lasst euch eins gesagt sein, ich glaube, das war bisher das schwerste und krasseste Projekt, was ich jemals so angegangen bin. Und das Ende ist leider noch nicht in Sicht. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Hallo Freunde! Entschuldigt bitte mein Auftreten hier, aber ich war schon wieder sehr, sehr fleißig. Dabei wird man auch sehr, sehr dreckig. Ich möchte mich einfach mal herzlichst bei euch allen bedanken. Das Video kam so heftig an. Also das hätte ich wirklich überhaupt gar nicht erwartet. Und auch so, so viel Resonanz und so viel positive Resonanz, beziehungsweise eigentlich nur positive Resonanz. Und so viele Tipps und Tricks und so viele Firmen wurden mir vorgeschlagen, wo ich doch hingehen könnte. Und ich glaube, ihr könnt es im Bildschirmrand schon sehen. Der Zylinderkopf ist jetzt ab. Viele, viele Tipps waren auch dabei, die ich noch wahrgenommen habe. Ich hatte sogar schon eine Endoskopkamera, habe mal versucht, in den Zylinderraum reinzugucken, aber das funktioniert bei einem Wirbelkammermotor einfach nicht. Die Zündkerzen sitzen auch seitlich, das heißt, ich konnte dann nirgendwo reinschauen, ob die Ventile dann aufgeschlagen haben oder nicht. Ich glaube, ihr seid alle gespannt, was das Ergebnis ist. Einige waren auch dabei, die definitiv richtig gelegen haben, ob das jetzt Zufall ist oder das Können oder das Hören war, dass ihr es schon mal öfter gehört habt, dieses Problem. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich wirklich bei jedem von euch. Ich habe auch wirklich jedes Kommentar gelesen. Ich konnte nur in dem Fall wirklich nicht mehr auf alles antworten, weil es einfach so viel geworden ist und auf jedes einzelne Stück einzeln zu antworten, wäre dann einfach eine Heidenarbeit gewesen. Und deswegen dachte ich einfach, werde ich das jetzt hier in diesem Video machen, dass ich mich da ganz herzlich bei allen bedanke, weil alles waren sinnvolle und einfach eigentlich auch gute Tipps und gut gemeinte Tipps. Ich habe hiervon jetzt wieder nichts aufgezeichnet, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich da euch keine Tipps geben möchte oder auch kann, weil das eine Thematik ist, mit der beschäftige ich mich das erste Mal, also heißt Motor auseinandernehmen, Zylinderkopf abnehmen. Bitte, bitte seid mir da nicht böse. Ich habe viele Kommentare gehabt auch und viele private Nachrichten, dass sie hoffen, dass das Video technisch festgehalten wird. Leider ist das nicht der Fall, aber prinzipiell findet man alles online. Ich habe auch alles online dazu gefunden. Ich habe mir auch nochmal den VW-Reparaturleitfaden gekauft. Da wurde mir auch vieles angeboten von euch. Da hatte ich den Leitfaden leider schon, aber falls ihr da noch irgendwie mehr habt oder mehr Informationen für mich habt oder irgendwas habt, schreibt mir gerne immer privat oder auch in den Kommentaren. Ich nehme alles dankend an. Ja, jetzt ist der Zylinderkopf runter. Ich will nicht weiter drumherum reden. Der sechste Zylinder bzw. sechste Kolben sah arg böse aus. Ich blende euch jetzt hier auch nochmal ein kleines Video ein, was ich mit dem Handy gemacht habe, wie der Kolben sich in dem Zylinder bewegt hat. Und ich denke, das sagt eigentlich schon alles aus. Und den Kolben werde ich euch gleich auch nochmal präsentieren und nochmal von der Nähe aus zeigen. Der zweite Kolbenring ist gebrochen und somit ist es natürlich ganz klar, was passiert ist, beziehungsweise warum es einfach passiert ist. Wie es passiert ist, weiß man natürlich nicht so genau, ob der Motor vielleicht im Vorwege schon mal schlecht behandelt wurde oder auch ob ich irgendwie vielleicht was falsch gemacht habe. Gehe ich jetzt erstmal nicht von aus, aber auf jeden Fall, was auch immer es ist, er ist jetzt im Arsch, da kann man nicht drum herum reden. Und ich werde mir jetzt irgendwas Gescheites überlegen, ob ich den jetzt instand setzen lasse oder mir einen gebrauchten kaufe. Das werden wir auf jeden Fall im Laufe dieses Videos sehen. Und ich versuche vielleicht doch vom Einbau mal die ein oder andere Szene aufzunehmen. Und ich freue mich auch schon auf diese Resonanz von dem Video. Ich möchte auch nochmal sagen, dass ich durch euch und durch diese Kommentare unter den Videos einfach extrem motiviert werde, das selber durchzuziehen. Also ihr habt ja im ersten Video gemerkt, dass ich ein bisschen Angst davor hatte, den Motor auseinanderzunehmen. Jetzt habe ich es einfach gemacht.
Ich habe so viel Unterstützung noch von verschiedenen Zuschauern bekommen, sei es jetzt einfach nur so oder über private Nachricht oder auch sogar ein, zwei Leute, die hier waren, sich das angeguckt haben und mir auch definitiv dabei helfen wollen, zum Beispiel den Zahnriemen nachher wieder vernünftig einzustellen und, und. Ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass wir das alles gemeinsam hinkriegen und dass dieses Teil hier auf jeden Fall wieder laufen wird. Ob der Motor hier, das kann ich nicht sagen, aber definitiv, dass der LT wieder auf die Straße kommt und von uns in den Urlaub bewegt wird und in die Sonne. So, jetzt wollen wir einfach mal beginnen, das Ding hier rauszuhieven und uns genaue Gedanken drum machen, was wir jetzt damit anstellen oder ob es doch ein anderer Motor wird. Und jetzt wünsche ich euch wirklich viel Spaß, jetzt geht's auch weiter. Wie ich schon erwähnt habe, möchte ich euch ganz kurz auch nochmal die Kolben zeigen, beziehungsweise den Kolben, der am schlimmsten war. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir schauen uns einfach erstmal einen an, der noch einigermaßen ein Schuss ist, wo man auch sagen kann, okay, da kann man vielleicht drüber hinwegsehen, aber auf der anderen Seite natürlich nicht. Wir sehen hier leichte Riefen, ich hoffe, ihr könnt das ganz gut erkennen. Hier auf der Seite auch schon leichte Riefen. Ja, wie gesagt, das war noch einer der guten Kolben. Und jetzt zeige ich euch mal den aus dem sechsten Zylinder. Auf der einen Seite sieht er auch noch relativ gut aus. Hier kann man jetzt schon ganz gut erkennen, dass es immer schlimmer wird. Und die andere Seite sieht dementsprechend so aus. Da haben wir quasi gar keine Oberfläche mehr, die normal aussieht. Und zudem ist der mittlere Kolbenring gebrochen und der obere sah dementsprechend auch nicht mehr gut aus. Zudem können wir auf dem ersten und sechsten Kolben erkennen, dass die Ventile aufgeschlagen haben. Wann das jetzt passiert ist, ob das nach dem Zahnriemenwechsel passiert ist oder schon vorher mal irgendwann passiert ist, kann ich natürlich nicht sagen und auch nicht nachweisen. Aber braucht man auch nicht lange drum herum reden. Ich kümmere mich jetzt darum, dass der LT wieder läuft und weiter geht's. Und das wird. Ja, mit dem Motor war es also nichts. Warum ist es nichts mit dem Motor geworden? An sich stand der ganz gut da. Auch ihr habt die Kompression gesehen von 30 Bar. Hätte ich wirklich, wäre ich mit einverstanden gewesen. Allerdings hatte der dritte Zylinder null Kompression. Das heißt natürlich für mich definitiv ein Ausschlusskriterium. Ja, wir suchen jetzt weiter. Die Reise geht definitiv weiter und ich hoffe, euch hat das Video soweit gut gefallen. Zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob die Entscheidung die richtige war.
Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wiedersehen. Die Serie flacht auf jeden Fall nicht ab und es wird sehr, sehr spannend. Also bleibt gerne dran, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!